Herzlich willkommen zu einer neuen Android-Spielevorstellungsfolge hier auf unserem Kanal, sofort und Jo gleich. Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt ihr auf Abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen und auf Aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. Zudem könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Läut die Glock! Jo, sind wieder neue Spiele rausgekommen. Hier haben wir das erste, Infinity Duels BR. Schauen wir einfach mal da rein. BR. BR. Übrigens auch mit mir. Ja, der Herr sofort ist auch mal nebendran. Wir gucken mal einfach hier rein, was das ist. Ich habe noch keine Ahnung. Lassen wir es einfach desperate mal laufen. Desperate Fight of a Family. Desperate Fight of... die Zuschauer hören es. Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut. Run Revenge gives... Da macht er die Schlange kaputt. Was ist das? So. Warriors that become stronger with handed down weapons. Epic poem that describes the cursed family. Infinity Duels. Da schauen wir mal ganz kurz hier durch. Was gibt's da noch für Screenshots dazu? Unique mix of RPG and two button Arcade. Ja. Könnte ganz witzig sein. Denkst du? Ja. Für mich nicht. Für mag solche Spiele nicht. So, dann unten verlinkt in der Beschreibung. So, gucken wir mal hier rein. Ace Pilot Girl. Ace Pilot Girl. Final Battle. So. So ein bisschen Manga-Style-mäßig aufgebaut. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe solche Spiele früher geliebt. Die haben wir damals gesuchtet an den Automaten. Was? Was ist denn da los? Hilfe. Es war ziemlich abgeschnitten jetzt hier. Ja, da gab es so richtig coole... Shooter-Spiele von oben. Ey, ich glaub, kann mir gut vorstellen, dass ich das sogar mal ausprobieren werde. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ganz, 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 ganz cool. Ace Pilot Girl Final Battle. Das ist so geil. Jetzt kommen wir zu einer Sache hier. Marvel Dimension of Heroes. Habe ich jetzt das Problem, was ich hier sehe, dass wir es leider, da haben wir jetzt kein Gameplay dazu. Summon Companion Heroes in Battle. Die Sache ist, Leute, das spielt man mit einer extra VR-Brille. Genau. Mit so einer extra VR-Brille. Mit noch so. Ja, eigentlich wie die. Wie so eine, zum Beispiel, wie eine Oculus Rift. Genau, sowas in der Art. Ja, ist es. Und dann kämpft man quasi mit diesen Teilnehmern in der Hand hat. Das ist mega geil. Also, wenn gleich und ich uns irgendwann mal so eine Virtual Reality-Brille kaufen. Sowas. Mhm. Ist cool. So, wir können mal ganz kurz hier unten reinschauen. Verteidige deine Realität in Marvel Dimension of Heroes, einem AR-Spiel für dein Smartphone, das sich mit ikonischen Superhelden von Marvel spielen lässt. Diese App erfordert den Kauf von Marvel Dimension of Heroes Ausrüstung. Mhm. Starte dein Abenteuer mit dem Lenovo Mirage AR-Headset, Universal Controller und der Signal Station und rette die Welt mit der Macht der erweiterten Realität vor der Zerstörung. Was ist denn Marvel Dimension of Heroes Ausrüstung. Da müssten wir ja eigentlich was dazu finden können, ne? Das können wir jetzt nicht gucken, sonst müsste schneiden. Nö, ja, wieso? Wir können einfach mal in Google danach gucken, oder? Jetzt nicht. Verteidige deine Rede. So, Story-Modus. Dormammu greift die Erde an, entfessle deine heldenhaften Kräfte um unsere Welt und Vernichtung, Überlebensmodus, Koop-Modus gibt's auch mit Thor, Captain America, Doctor Strange und Black Panther. Das ist ein Spiel, was ich ausprobieren würde. Oh, guck mal, um den Koop-Modus spielen zu können, benötigen beide Spieler ein eigenes Lenovo Mirage AR Start-Paket. Ja, so wie die Mäuse. Jetzt müssen wir nur mal wissen, wie viel so eins kostet. Ja, das kann man ja mal kurz machen. Geht jetzt hier nicht, sonst müsstest du schneiden. Das geht schon. Wenn du ein neues Fenster aufmachst. Ja, das geht. Nein, nicht da drin. Du musst ein neues Fenster, komplett neues Fenster aufmachen. Das geht schon. Das machen wir auch mal ganz kurz. Ein neues Fenster. So. Und dann gucken wir mal, wie heißt das Ding? Das ist ein Lenovo Mirage. Lenovo Mirage AR Headset. So, Lenovo Mirage AR Headset. 54 Euro nur. Star Wars Jedi Challenges Augmented. Ja, um die 60 Euro kostet das. Gibt es dann auf Amazon sogar zu holen? 70 Euro.
70 Euro Was? sieht ungefähr, das können wir eigentlich so gerade rüberziehen. Nee. Können wir nicht. Warte mal, guck mal ganz kurz in OBS ran. Guck mal ganz kurz, drück mal ganz kurz drauf. OBS. Was Du denn? hast mit. Ja, gut. Was denn? Ja, das mit. Alles gut. So, wir können aber mal so ein Bild hier. Wenn er es mal. So, hier so ein Bild mal nehmen. Bild. So sieht das Teil aus. Das ist ein OBS-Skin. Hier seht ihr Das das. sieht man noch nicht. Doch, das sieht man. Nein. Also, okay, da muss ich es gerade mal hier reinziehen. So, hier, jetzt seht ihr das. So sieht das Teil aus. Also, ohne mich, ich bin da mal hier kurz da. Also, da oben irgendwo jetzt. Ja, der So Waschbär sieht. ist nicht inklusive. Nee, mich gibt es da nicht Zum Glück. inklusive. Ja. So sieht das Teil aus. Ja, und das kostet ungefähr 60 Euro. Ja, also auf jeden Fall ziemlich spannende Sache. Ja. Würde mich auch interessieren. Dann kommen wir mal zum nächsten Spiel. Idle Color Jelly Funny Das Merch ist nicht dein TD. Ernst. Doch, das ist mein Ernst. So, Fantasy Experience. Das ist nicht dein Ernst. Doch, natürlich. Candy Crush. Ist das Candy Crush? Sowas in der Art, oder Ist nicht? doch cool, es gibt ja solche Ja, Spiele. das ist das Problem. Ich habe das damals gesucht, wie die. Oh. Du hast sowas gesuchtet? Ey, das Ey. sieht irgendwie witzig aus. Fun Levels. Warning, Boss is coming. Nee, Das dann ist es sieht. doch nicht sowas wie Candy Crush, Also, oder? das sieht auf jeden Fall sehr, sehr amüsant aus. Und ich könnte mir gut vorstellen, das auch mal auszuprobieren. Ich auch. Also, Idle Color Jelly sieht auf jeden Du Fall bist cool aus. lieber. Auch unten verlinkt jetzt. So, dann kommen wir zum nächsten. Was Duel ist das Zero. denn? Das ist irgendein Kartenspiel. Also Boss. für Fans von Mein Kartenspielen. Name steht oben rechts, ne? Dein Name steht oben rechts. Alles klar. Weekly Total Also. Wins. Ja, kann ich im Moment jetzt nicht so Kann man nicht richtig. einschätzen. So, who will be the fastest hand in the Wild West? Keine Also, Ahnung. time to duel with all the peoples in People in the the world world. with Trump cards. Try to throw out all the cards as Was fast as ist you can. geplant? Können wir jetzt im Moment nicht so wirklich beurteilen. Also auf jeden Fall ein Kartenspiel für Fans von Kartenspielen sind wir ja eigentlich auch. Könnt ihr ja Jo. gerne mal ausprobieren. Vielleicht ist es ja was Cooles und ganz witzig. Was sagst Jetzt haben du? wir wieder was für Mädchen hier. Mini Life Social Avatar World. Early Access auch noch. Gucken wir mal da rein. Also, und ja, was ist denn das? Ich mache das mal kurz groß. Ashley. Oh, ja. Say Cheese. Oh, Style Shop. Guck mal da. Ist das nicht putzig, schnuckelig? Und da kann man auch schönen Brunnen hinsetzen. Guck mich nicht, wenn ich mache für alle Leute mache ich Videos. Auch für Mädchen, für Jungs, für die Krassen, für die weniger. Was ist das da? Was war das denn eben gerade? Habt ihr das eben gerade gesehen? Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Was war da? Was wurde denn da zwischendrin gezeigt? Das ist nicht dein Ernst. Doch, so. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Alissa. Prag. Chelsea. Hä? Was ist das? Ernsthaft? Mini What? Life. Ja, ganz cool. Also, gucken wir mal hier rein. Also, nichts für mich. Was ist das denn? Ach, da sieht man auch wieder die Alissa Kaffee Miau mit irgendwie mit einer Katze. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall, ja, wird es dem einen oder anderen unter euch vielleicht sogar gefallen. Hier ist Magic was. Plus. Magic Video Editor. Das könnte eventuell ganz witzig sein. Also, wenn ihr irgendwie ein Video damit machen solltet, hier sieht man Ever-Changing Video Effects. Da könnt ihr in Marvel-Helden reinschlüpfen und könnt euch hinstellen und dann könnt ihr solche Effekte über euch drüber machen. Also, und dann seht ihr halt so aus, als wärt ihr irgendwelche Marvel-Superhelden oder sowas, Das ja. ist gut für mein Instagram. Übrigens Also, Instagram folgen, Herr Sofort. ja. Also, wer da mal Bock drauf hat und wenn ihr irgendwie so ein Video macht, könnt ihr gerne mal unten verlinken. Ich kann das gerne auch mal zeigen, wie ihr euch dann da präsentiert. So, ja, become a superhero and realize childhood dream. Also, dann. Oh, ich habe diese Spiele früher geliebt. Arkanoid und Brick Breaker Viele Lab. Spiele hast du damals geliebt. Das habe ich früher gesuchtet.
Arkanoid. Wie viele Spiele hast du damals gesuchtet? Ich bin auch schon eins. Ja, ich war schon immer ein Spiele-Junkie. Immer schon. Ich auch. Für die Leute, die das nicht kennen hier, das ist so, also das war früher, das war unsere Zeit. Arkanoid, es war krank, es war mega krank. Ist doch cool. Da mit einem Ball musstest du die Dinger dann abschießen. Sowas habe ich damals auch gespielt. Hammergeil, das hat mega Bock gemacht. Und das sieht eigentlich auch ganz cool aus hier. Brick Lab. Jetzt habe ich es, ja egal. So, beeindruckend, was haben wir da noch? Episch, scheint irgendwie ein deutsches Herstellerteam zu sein. So, auf jeden Fall coole, rette das Labor vor künstlicher Intelligenz. So, dann kommen wir zum nächsten. Cubix 3D. Das ist faszinierend. Cubix 3D Puzzle, auch Early Access. Solche Spiele kamen in letzter Zeit öfter mal raus. Ich möchte das auch mal ausprobieren. Das ist was für dich, ja. Für mich. Ich möchte sowas mal ausprobieren. Weil, wenn ich mal ein Puzzle sitze, ne? Da steht auf der Verpackung drauf, da sollte man eine halbe Stunde für brauchen. Ich brauche 5 Stunden für. Harder than you think. Das sieht crazy aus. Also ihr habt dann da solche komischen Dinger da und dann müsst ihr das halt so lange drehen, bis da irgendwas Anständiges bei rauskommt. Ich habe das schon ein paar Mal jetzt inzwischen gesehen. Ja, ja. Aber das ist schon, glaube ich, ganz cool. Cubix 3D Puzzle. Auch unten verlinkt im Video. Da gibt's, guck mal da, was es da so alles für Sachen gibt. Ja, ist eigentlich eine ganz coole Idee. Mhm. Ist mal was anderes. Ja. Dann kommen wir gleich zum Raccoon. Raccoons, the Viking Raccoons. Passt ja eigentlich ganz gut zu mir. Normalerweise muss ich das ja ausprobieren hier. Waschbär. Your own army, die Waschbär-Armee. Da habe ich es endlich bei mir. Hier müsste mir noch was aussuchen. Ich habe, glaube ich, sogar so einen Wikinger-Helm hier irgendwo in einem. So. Hire New Raiders. Da ist auch ein Panda. Da warst du tatsächlich, da ist auch ein Panda auf der rechten Seite. Ich werde verrückt. Style em up, set the Viking Trend. Wenn du das Spiel spielst, müsste man den Viking dann aufsetzen. Müsste ich dann aufsetzen. Ja. Your own army of Viking Raccoons. Okay. Raiding World to steal food. Oh, da muss man essen. Dann die Waschbären, Hilfe, Leute, holt mich hier raus. Ja, die Waschbären. Gibt's sowas auf den Tiger? Mit Sicherheit gibt es sowas dann auch für Tiger. Also, worum es jetzt genau geht, kann ich euch gar nicht sagen, aber ich glaube. Gleich ausprobieren. Und dann haben wir noch irgendwie Waterpark Race. Sowas ist geil. Waterpark Race, ich habe keine Ahnung. Klicken wir mal an. Stimulating Fun Waterpark Games. Simple and fun game with speed. Push the opponent out of the track to find a shot. Okay, dann muss. Win the trophy and gold coins immediately. Ja. Immediately ist unser Wort. Genau, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Das ist ein Kanal kostenlos, schreibt sicher als Spielevorstellung mit uns beiden. Bis dahin und tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Achso, nochmal, wenn euch irgendeins dieser Spiele interessiert, ne, schreibt es unten in die Kommentare rein. Und in der Beschreibung ist der Link dazu. Genau, und wenn ihr eins davon spielt, ihr könnt ja auch mal eure Meinungen dazu sagen. Ne? Also interessieren uns auf jeden Fall. Also haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.